Der Tod ist endlich ein gemeiner Spaß. Nur Mühlstein und Rubens greifen sich noch rest lebenslänglich ans Geschlecht, um nach einem Leben zu suchen, das sie dort zu finden meinen. Das inspiriert mich übrigens in ein neublütiges Theaterstück hinein. Und die Blütenblätter werden ihre Hautfarbe tragen, Fräulein Schrein. Also wenn ich daran denke, wie grenzenlos, vogelfrei, blöd, hässlich so ein Sex aussieht, wenn er gerade angefertigt wird, dann bin ich froh, dass mich das Alter bedingungslos versiegelt hat. Meine Säfte werden noch erhört von den lustvollen Menschen. Mich zerrt man noch absichtlich in die fieberhaften Betten. Hi! Hi! Ja, so die Sache ist die geworden, dass ich dich liebe. Oh, das ist richtig unglücklich ausgezeichnet. Zum Glück hättest du mich erst gar nicht einschläferisch küssen sollen, da ich nämlich positiv getestet bin. Oh, du meine Göttlichkeit. Das ist eine grossistische Gehirnerweichungsbeschleunigungsvorstellung. Das Verständnis für ihr Eigenstück druckt sich schon noch ab in ihrem Gehirnstammbeuschel, Mühlstein. Warum hast du die Liebe nicht aufkeimen lassen, wie eine trockene Sojabohne, so wie es im Buche steht? Warum hast du der Liebe kein neues Heim gebaut, so wie es im Buch des großen Mühlstein geschrieben steht? Eine grauenhaft übergewichtige Arschblüte neben der anderen Farbensauerei. Die Heider ist ein unwirtlicher Zwischenkriegsnachttopf. Die hat mir einmal die Mayonnaise von meinem Gabelbissen aufs Rosentürli geschmiert und angesagt, jetzt schaut es wenigstens förmlich so aus, als hätten sie noch einen Samen mitzumischen. Am Leben müsste man sein und nicht am Tod. Dann könnte man Mühlstein ernst nehmen und vernichten. Du wirst neben der Jochelgrube eingegraben werden. Und wann verscheidest du aus meinen ausgetrockneten Augen? Frau Ministerin, darf ich ihn anstellen? Das ist Saftmann. Ich verwünsche Ihnen einen guten Tag. Guten Tag. Ja, die Kunst innerhalb inszeniert in der unüblichen Form groß, fantastisch, einmalig. Ich merke es nahezu immer zu, wenn ich im Gefängnis bin mit mir. Was? Beruhigen Sie ruhig Ihre Empörung, meine Liebe. Wenn der Mensch befindlich ist und zu irgendeinem lacht, dann ist es immer ein Gefängniseindruck. Der Mensch braucht das Kerkergefühl, um sich sicher zu sein mit sich. Ah, unser Bühnenbild ist fündig geworden im Altersausgedinge. Seniorenausgedinge, bitteschön. Sie müssen der Direktor dieser Lebensgeschwindigkeitsbeschränkung sein müssen, weil man sie nämlich nicht verstehen kann. Eine jede Direktion ist immer unheimlich unverständlich. Ein seltsam abgehobenes Seniorenheim haben wir uns da angelächelt. Mit einer seltsam unverblümten Seniorenbetreuungsmannschaft. Ich habe alles gehört. Ich bin der erste Kapsulant. Ich bin nicht gestorben, weil ich Mühlstein sein darf. Ja, bravo, Freunde! Bravissimo! Zerstören Sie ihn, innenseitig und außerirdisch! Die besten Seniorenverarbeitungsheime sind die mit den verrückten Aufsichtsratsvorsitzenden. Das Leben wird Saftmann zusammenschlagen und wir werden das Leben sein dürfen. So! Das war der erste Schlag auf den Lebenslauf unserer auslaufenden Saftmannschaft.